Das ist doch nicht ernst gemeint, oder? Oh. Ich meine, das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Züge fallen dauernd aus und nach 20 Uhr fährt auf dem Dorf kein Bus mehr. Die Finanzierung durch Ticketverkäufe reicht offensichtlich nicht aus. Wir wollen fahrscheinfrei. Das garantiert verlässliche Einnahmen für sinnvolle Investitionen.